Ei Gude, hier ist wieder der Starfield Ofen Hesse und heute mal etwas Ungewöhnliches. Und zwar zeige ich euch, wie man eine Sleep Crate, so einen Schlafsarg in Neon mietet. Man kann in Neon zwei Wohnungen mieten, und zwar einmal dieses überteuerte Penthouse in der Lounge, in der Astral Lounge. Und eine Sleep Crate. Das Penthouse, das ist völlig überteuert und sieht auch richtig übel aus. Also das bringt überhaupt nichts, dafür 250.000 Krediteinheiten zu geben. Deswegen passend zu dem Rollenspielcharakter hier. Die gute Mythra Saxa ist nämlich aus Neon und hat als Straßenratte angefangen. Hat sie kein Problem damit, eine Sleep Crate, so einen Schlafsack zu mieten. Man fängt an, indem man sich das Emporium, diesen edlen Luxusladen, hier davor stellt und dann einfach sich umdreht und in die Slums geht, in die Abside, also da, wo die Abside-Gang ihr eher positives Unwesen treibt. Dann geht man weiter und hier ist die Verkäuferin. Ich habe noch Sleep Crates zu vermieten, aber jemand wie du hat doch was Besseres verdient. Täusch dich nicht, ich habe schon eine. Bei dir habe ich das jetzt schon gekauft, deswegen verlassen wir die wieder. Aber die Sleep Crate ist, auch wenn das hier so steht, das sind Sleep Crates, die nicht von uns gemietet worden sind, sondern die Teil des Spiels sind in irgendeiner Mission. Werden die, glaube ich, aktiv, wobei die hier überhaupt nicht. Irgendwo anders, glaube ich. Egal, jedenfalls gehen wir jetzt wieder zurück auf den Bayou Plaza. Gehen jetzt auf die gegenüberliegende Seite. Da müssten wir jetzt, glaube ich, direkt bei dieser Bar rauskommen. Euphorica, glaube ich, war das. Ja, Euphorica. Und dann bin ich überfragt. Nein, doch, hier geht's lang. Ich mach lieber das, als bei den Gangs. Und hier ist die Sleep Crate. A-003 ist das, glaube ich. Wobei ich das von außen hier nicht sehe. So, jetzt sage ich dem Sam, er soll erstmal. Ich kann eine Pause brauchen. Der will schon sich gleich wieder besaufen. So, ich habe die Sleep Crate allerdings schon eingerichtet. Die sah vorher kahl und ganz furchtbar aus. Rein. In den Schlafsack. Und wie man hier sieht, habe ich jetzt hier so ein bisschen das heimelig eingerichtet. Mal ein bisschen ein paar Pflanzen. Der Charakter ist ja auch schließlich weiblich, wobei als Mann würde ich das auch machen mit den Pflanzen. Damit wir auch hier ein bisschen die Fischgeruch von drüben, wenn man nämlich rausguckt, sieht man Sam. Hi. Und einen Fischerkäufer, der seine Waren da hat. Oben sieht man das Schild. Seafood. Ja, ist nicht der angenehmste Geruch hier, deswegen vielleicht arbeiten die Pflanzen da ja mal etwas dagegen. Dann habe ich hier, sehe ich mal, mich von außen hier auch. Der Rucksack ist übrigens von einer Mod, der ist immer an, wird nicht automatisch ausgeschaltet. Deswegen wird das jetzt etwas sperrig hier. Dann habe ich hier großkotzig den Schriftzug Bar hingepackt. Im Grunde genommen besteht das lediglich aus einer Kaffeemaschine, die ich hier hingestellt habe. Einer kleinen, die große passt hier nicht hin. Einer irgendwo aufgegabelten, stilisierten Terra-Blue-Tasse. Ist absolut mein Favorit hier. Dann den Kaffee, den ich aus der Ryujin Questreihe noch habe, den mir die Questgeberin gegeben hat, und verpackte Milch für den Kaffee.
Ja. Unten habe ich mal einen Haufen Crabsticks hingepackt, weil meine Cyberrunnerin ist ja durchaus geldorientiert und als Neonratte ist Geld jetzt nicht ganz unwichtig. Ja, dann hier nochmal die Pflanze, dann haben wir hier das Bett. Ich habe hinten so eine Art Fernseher quasi installiert, wo Red Mile Runs laufen, weil sie ist ja auch schon den Red Mile gelaufen, ein oder zweimal. Wird sicherlich auch nochmal vorkommen. Ja, können wir hier schön schlafen. Hier oben habe ich mal ein paar Poster aufgehängt. Bilder schienen mir unpassend hier in dieser Spelunke. Eher was Astronomisches, weil als Raumfahrerin bin ich ja dauernd unterwegs. Das Vipers Nest erinnert mich an das Gaia Nest, was ich ausgeraubt habe. Ist allerdings ein Filmplakat. Und der Horror bei Outpost 11 erinnert mich so ein bisschen an die Terrormorph-Geschichten. Dann haben wir hier was eher ein bisschen Japanisches. Silence of Sand ist eher so ein kleiner Gag für Ofen Hessen, wo ich hier lebe. Was keiner weiß, wärmste Region in Deutschland. Und auch einer der trockensten mit Brandenburg zusammen. Und es ist für Kälteliebhaber und Winterliebhaber wie mich hier rein klimatisch ziemlich unerträglich. Ansonsten aber von der Atmosphäre hier ganz toll. Aber so als innerer, interner Gag hier für die Realwelt Silence of Sand hier rein als Erinnerung. Und dann hier eine Liebesecke. Das ist so ein bisschen humoristisch gemeint. Denn das hier ist die Toilette, oder sollte ich lieber sagen, das Plumpsklo. Tja, unterste Stufe von Neon, aber gut. Die Toilettenpapierrolle habe ich dazu gefügt, den Handtuchständer auch. Ein bisschen Hygiene sollte ja schon sein. Und hier kann man sich waschen, beziehungsweise es ist gleich eine kombinierte Dusche. Also hier unten der Teppich, das hätte ich mir anders überlegen sollen. Da hätte ich eine Matte hinpacken sollen. Das kann ich ja nochmal ändern. Das noch so modifizieren, löschen. Da sieht man auch, wie das vorher aussah. Gut, da fließt es ab, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht, aber sieht mir trotzdem ein bisschen zu trist aus. Da können wir ja mal eine Gummimatte oder sowas hinlegen. Wenn ich das wieder finde, da war es. Fußmatte. Fußmatte. Ich hoffe mal, dass das dann trotzdem abläuft, das Wasser. Aber so genau können wir es hier mit dem Design ja auch nicht nehmen. Ja, so sieht dann jetzt meine Spelunke hier aus. Kann man sich durchaus wohlfühlen, würde ich sagen. Ich habe auch nichts gegen enge Räume im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich fühle mich irgendwie heimlich wie im, wie soll ich sagen, wie im Mutterbauch. Das ist eigentlich nicht schlecht. Daher hier noch das Plakat. Koffein, weil Kaffee halt, ne? Logisch. Und die Tür kann man leider nicht verzieren, weil das zum Außenbereich gehörte, weigert er sich das zu machen. Hier ist das Teil zum Dekorieren, was man auch dann manuell einschalten kann. Dort mal gucken, ob ich vielleicht nicht doch ein Bild oder ein Poster oder irgendwas aufhängen kann. Ne, außerhalb des Baubereichs, sagt er. Schade. So. Lichter kann man auch nicht manuell ändern, aber mir gefällt diese etwas düstere Atmosphäre. Ich hasse es, wenn Räume zu hell sind. So indirektes Licht ist viel schöner. Und schlafen wir eine Runde. 7 lokale Stunden sind 10 Stunden auf Neon. Dann können wir uns mal richtig ausschlafen. Nehmt euch in Acht, das Monster erwacht. Ah, jetzt ist er doch reingekommen. Ja, geh mal lieber, Sam. Ich wollte, dass du da hinten bleibst. So,
Ja, soweit zum kleinen Let's Play hier, um rauszufinden und darzustellen und zu helfen, wie man ein günstiges Wohnzimmer in Neon sich kaufen kann. Das kostet, glaube ich, auch nur, ich weiß gar nicht genau, 2000 oder 4000 Credits, also kein Vergleich zu dem 250.000 Credit Penthouse, was sich im Grunde genommen gar nicht lohnt hier auf Neon. Das Apartment übrigens, das Ryujin Apartment hier auf Neon, gibt es auch in der auf der langen Hauptstraße. Da kann man kein Apartment mieten oder kaufen. Das ist Teil der Questreihe von Ryujin, glaube ich. Da müssen wir irgendwie einmal rein. Ist eigentlich sehr schade, weil das wäre eigentlich genau das richtige Apartment, aber ja, ist noch nicht gemacht. Vielleicht wird eine Mod sich darum kümmern, dass man das mal irgendwann kaufen kann, aber so lange muss jetzt hier dieser kleine Schlafsack hier reichen, den ich jetzt durch das Aufhübschen sicherlich auch ein bisschen wohnlicher gestaltet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.